Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Ocarina of Time und Majora's Mask Randomizer. Wir sind wieder am Start, wir sind aktuell in Soras Domain unterwegs und ich hole mir jetzt erstmal Fett. Das hat überhaupt nichts gebracht, Wahnsinn. Erstmal Fett eingefroren. Ja, wir holen uns jetzt erstmal eine Skulltula. So, zack, dafür gehen wir hier nämlich einen unsichtbaren Pfad. Rein da. Wir haben mittlerweile auch wieder gut Kohle bekommen. Finde ich gut. So. Kennen bestimmt auch einige nicht diesen Pfad. Deswegen, ich zeige den auch immer mal gerne, weil hier gibt es halt auch eine sehr, sehr gut versteckte, geheimnisvolle Skulltula zu holen. Ja, das ist der Plan. Danach geht's in die Eishöhle. Danach wird man noch Kiki abgeben. Ich glaube, dann sind wir in Ocarina of Time erstmal wieder soweit durch. Und dann würde ich, glaube ich, auch erstmal sagen, wir gehen rein in... Ah, schön, noch ein Herzteil. Für Ocarina of Time. Ja, dann hätte ich gesagt, wir gehen rein in den Waldtempel von Majora's Mask. Wie heißt denn der? Woodfall, glaube ich, ne? In Englisch. In Englisch. So... Habe ich da unten gerade noch was gesehen? Nee, ich will nicht mit dir reden. Ach, das sind jetzt auch so einfach einzelne Rubine, okay. Das scheint dann so zu spawnen, wenn man das einmal geholt hat, glaube ich. Aber. So. Wir gehen einmal über die Eisschollen in die Eishöhle. Da gibt es auch nochmal richtig was zu holen. Da es da auch sehr viele von diesen Rubinen gibt, die einzeln rumstehen, denke ich, da wird mal gut was bekommen nochmal. Oh, Mega Man! Schön! Ja, wir haben ja auch immer noch die Eispfeile, die quasi dieses magische Eis schmelzen. Guck mal, da geht's nämlich schon los hier. Normalerweise sind da, glaube ich, nur ein paar Rubine drinne. Aber wir haben jetzt das Glück, dass da halt wirklich gerandomized Objekte drin sind. Deswegen ist die Eishöhle halt auch super interessant für uns. So, und da haben wir nochmal ein Ocean Skulltula Token. So, das ziehe ich erstmal aus hier, die Schuhe. Sammel hier mal kurz alles ein. Habe ich denn das Skulltula gehört? Gerade. Ja, da, tatsächlich. Warte, ich schieße hier mal kurz das auf. Und dann haben wir das nämlich auch schon mal weg. Ah, shit. Nochmal zurückgebounced. Aber wir haben aktuell gut Kohle, ne? Finde ich gut. Leider wieder nur eine Fee. Aber Skulltis wird langsam. Bin guter Dinge, dass wir die alle 100 zusammenkriegen. So, es geht weiter. Hier gibt es magisches Feuer, was ich aber nicht brauche. Hier noch ein Herzteil. Und die nächste Skulltula mit noch einem Herzteil. Wahnsinn. Geht ja richtig voran hier. Zack. Und nochmal. Neuer Herzcontainer für Ocarina of Time. So, da haben wir ein Skulltula-Ding wieder. Zack. Pfeile mitnehmen. Am liebsten hätte ich ein bisschen Magie bekommen. Aber naja. So. Das vom Sumpf geht gut voran, muss ich sagen. Ein bisschen Magie wäre echt cool. Für meine magischen Pfeile. Aber naja, was soll's. So, jetzt gehen wir erstmal hier hoch. Ba, 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 ba. Denn auch hier können wir nochmal ordentlich was sammeln. Ah, ist das schön, oder? Wie wir hier einfach durchrushen.
Geilo. Ah. Das ist nicht so geilo. Na komm, den hau ich auch mal schnell weg. Ich glaube, wenn wir die alle töten, kommt ja auch ein Item, ne? Oder wie war das? Ich glaube schon. So, 5 Rubine. Ja, oder auch nicht. Ah, shit. Nein. Ich hasse sie so sehr. Diese blöden Eisfledermäuse. Schlimmste Gegner, Leute. Sind meine Nemesis. Nach den Schattengrabschern, glaube ich. Nein. Okay, schön. Ja, ist zwar nichts drinne wahrscheinlich, ordentliches, aber wir nehmen es trotzdem mal mit. Ja, 20 Rubine sind 20 Rubine, ne? So, okay, dann sind wir hier auch schon durch. Wenigstens kommen wir gut voran. Ich porte mich auf jeden Fall danach nochmal auf den Friedhof. Alter, komm schon. Und, ja, Magie nehme ich mit. Und hole mir noch das Herzteil, was es da zu holen gibt. Was wir uns jetzt nicht leisten konnten, weil es 475 Rubine oder so kostet. Deswegen gehen wir da gleich nochmal hin. So, hier waren wir noch nicht. Ah, da schwebt auch gut was in der Luft rum. Und die Fuchsmaske für Ocarina of Time. Naja, ist nicht so nützlich, aber nehmen wir mit, ne? So. Hello. Hallo? Interessier dich für mich! So. Die Skulti nehmen wir noch mit. Oh, ein offizielles Skulti-Symbol. Wahnsinn. Okay, da haben wir jetzt schon 78. So, ich glaube, mit den Hoverboots kommen wir hier einfach ran, ne? Genau. Das sieht gut aus. So, dann da oben brauchen wir auf jeden Fall... Ah, wie war das denn? Okay, pass auf. Wir machen erstmal das hier rüber. Also den Schlüssel brauche ich auf jeden Fall. So viel ist klar. Dann schiebt man das Ding erstmal darüber. Und machen hier den Block weg. Sehr schön. So, jetzt müssen wir den Block, glaube ich, erstmal weghauen, weil der hat keinen Sinn mehr für uns. Tschüssikowski. Dann kriegen wir hier 9. Und den schieben wir jetzt hier rüber. Und dann müssen wir da gleich noch so einen Zeitblock erstellen. Sofern ich mich erinnern kann. Erinnern, ja, erinnern kann. Ist Deutsch, ich weiß. So. Let's go. Dem, da, dum, bum, bi, bi, ba, ba, du. Oh, da kommen gleich 3. Heilige. Komme ich jetzt überhaupt an den Rubin noch dran? Ne. Okay, cool. So, warte mal. So müsste aber gehen. So. Haben wir das schon mal offen? Komme ich da jetzt, wenn ich... Jawohl. So, 23, dann Schattentempel. Sehr schön, da kommen wir da auch weiter, im Notfall. Und die Maske. So. Ach, schade, können wir jetzt gar nicht aufsetzen. Wollte ich mal kurz für einen besonderen Menschen aufsetzen, aber geht gerade nicht. Schade. Okay, kommen wir da eigentlich so hoch? Nee, ne? Ergibt ja keinen Sinn. Dann müssen wir das Ding hier mal kurz... wegballern.
Und dann müssen wir den nochmal verschieben, so dass wir... So? Und dann... Ne, das war falsch. Shit! Das ist falsch. Yep. Ich hätte erst nach links oder rechts schieben sollen und dann runter. Aber hey, wir haben ja Zeit. Das ist auch falsch, ne? Ist auch falsch. Hä? Warte mal. Wie müssen wir das denn schieben? Hier dran? Ne, das ergibt auch keinen Sinn. Einfach nur nach unten. Hä? Bin ich doof? Ah doch, ich muss darüber. Ich glaube zumindest, dass ich es jetzt habe. Alles andere macht zumindest gerade für mich keinen Sinn. Ich habe gerade Gedankenpause, Leute. So. Und jetzt nach rechts, ne? Jetzt haben wir's. Eieieiei. Naja, wir haben's, ist auch fraglich, aber so geht's auf jeden Fall. Okay, cool. Natürlich. Ich wollte mich nochmal für euch einfrieren lassen. Schön in Schockstarre versetzen. So, dann schmelzen wir hier nochmal das Eis. Einfach alles. Einfach alles. Let's go. Und dann haben wir es auch schon geschafft, ne? Kleiner Bosskampf. Kleiner Mini-Boss. Na komm. Jo, man liebt ihn, den Bosskampf, oder? So, wir kriegen sogar zwei Items, ne? Einmal Schatzkiste und einmal Chic. Jawohl. Hey, super. Okay, das war's aber mit der Eishöhle. Jetzt würde ich nochmal kurz in den Kokiri-Wald gehen. Und würde Kiki abgeben. Das wäre jetzt so der letzte Punkt, den ich jetzt noch in Ocarina of Time mache. Und dann hätte ich gesagt, gehen wir erstmal wieder nach Majora's Mask. Oder was sagt ihr, Leute? Achso, doch, warte mal. Ich gehe da nochmal zum Friedhof und hole mir ein Herzteil. Und ich glaube auch noch ein Skulltula-Token. Gibt es da auch noch? Irgendwo ganz charmant. So. Das sieht doch gut aus. Ach, schön, Leute. Ich freue mich. Es geht so gut voran. Wir haben so viele schöne Items bekommen mittlerweile. Wir können ordentlich was tun. Das freut mich. So. Theoretisch, genau. Da sitzt er doch schon. Da haben wir auch bald alle Sachen von der Tauschquest. Schön. Geil. Danke für den Rubin. Naja. Okay. Nocturne des Schattens. Dann nochmal kurz ins Königsgrab rein. Einen Herzcontainer abstauben. Und irgendwo gab es in einem Grab auch noch ein... Boah, ein... Skulltuli-Symbol. Skulltuli. Skulltula, ja. Ich habe mal kurz Nudeln draus gemacht. Skulltuli. Okay. So lustig ist es auch nicht. Okay. Zack. Her damit. Und nochmal für Majora's Mask. Alter, da müssen wir auch so viele Herzteile jetzt bekommen haben. Mittlerweile. Ich habe ja ordentlich eingekauft. Nice. So. Jetzt mache ich hier die ganzen Gräber nochmal kurz auf, Leute.
Weil irgendwo erinnere ich mich düster, dass da noch ein Skuldi-Symbol drin war. Hier war es scheinbar nicht. Bei Boris vielleicht? Ich weiß auch gar nicht mehr, was da drin war. Waren wir schon mal bei Boris drin? Ja, irgendwann schon mal, ne? Ach, eine Feenquelle. Was ist denn da noch? Ach, da haben wir noch ein Schild. Na komm, das nehme ich mal kurz mit. Hero Schild Majora's Mask. Ah, sorry. Irgendwie gerade ein bisschen Erkältung. Okay, dann gehe ich hier nochmal rein. Da muss jetzt eigentlich der... Müsste das Skulltula-Symbol drin sein. So, ansonsten... Zack. Hast du es schon? Nö. Das machen wir nicht. Aber du, oder? Du hast das. Ja, 150. Wusste ich's doch. So, da haben wir das nämlich auch. Jetzt ist nämlich auch der Friedhof abgehakt. Also da müssen wir jetzt nur noch den Schattentempel komplett machen und dann sind wir da komplett fertig hier. Dann müssen wir auf den Friedhof nicht nochmal drauf gehen. Muss mir mal eine Liste machen, wo dann alles abgehakt ist. Okay. Jetzt geht's nach Majora's Mask. Ja. Ja, ja. Jetzt geht's an die Vorbereitung für den Waldtempel. Für den Woodfall-Tempel. Sumpftempel? Wie heißt denn der im Original? Ich weiß gerade gar nicht. Auf jeden Fall, da gehen wir rein. Den können wir komplett abschließen. Ich hätte nur gerne eigentlich noch die Feenmaske gehabt, weil dann könnte man da halt auch easy die ganzen Feen einsammeln. Ansonsten ohne die Maske ist sehr kompliziert, finde ich. Und unangenehm. Geht bestimmt auch, aber unangenehm. Naja, was müssen wir machen? Wir kriegen das trotzdem irgendwie auf die Kette. Ich habe hier auf jeden Fall noch nicht die Hoverboots eingetragen, weil ich doof bin. Sollte ich mal noch machen. Ansonsten, ich gucke gerade nochmal, haben wir irgendwas noch... Haben wir die Säge nicht auch schon fertig? Hat man die nicht auch schon? Bin mir gerade nicht sicher. Schreibt's gerne mal in die Kommentare, wenn ich die schon habe. Ansonsten haben wir, glaube ich, soweit. Ich mach das hier auch mal an. Hookshot haben wir noch nicht. Letter to Carfi haben wir noch nicht. Letter to Mama. Hammer. Müssen wir mal abgeben demnächst. Ansonsten... Die ganzen Masken haben wir noch nicht, richtig? Nee. Mm-mm. Der Song ist auch ganz wichtig, den will ich auch endlich mal haben. Ansonsten haben wir, glaube ich, alles. Okay. Das... Haben wir den Stone of Agony? Haben wir den schon mal gekauft irgendwo? Haben wir den bekommen? Ich weiß es gar nicht. Ist aber auch irrelevant, weil... Naja, egal. Gut. Schön. Dann einmal klein machen und dann auf nach Majora's Mask. Dann geht's los, Leute. Dann geht's rund. Wollen wir da nochmal resetten in Majora's Mask oder schaffen wir das? Ich mag es eigentlich schon, wenn ich mir Zeit lassen kann. Achso, hier, bitteschön. Da, da, du, du. Guck mal, hier kann ich sie anziehen, die Hoverboots. Wenn ich groß bin, sieht man die nicht. Irgendwie komisch. Obwohl es ja eigentlich im Original die nur gibt, wenn man groß ist. Naja. Wer weiß, was der Grund dafür ist. So, dann hier rein. Und dann will ich mal kurz gucken. Wir haben die Goron-Tunik bekommen für Majora's Mask. Aber wie soll ich die denn anziehen? Ach hier, guck mal. Hitzeresistent. Ja cool, kann ich mich jetzt auch weiß einfärben. Muss ich die dafür ausgerüstet lassen? Nö. Cool. Und wir haben jetzt Hitzeresistenz. Heißt, wir kriegen auch weniger Schaden, ne? Durch Lava und sowas. Ist eigentlich ganz nützlich. Ja, den Brief an Mama, den könnten wir nochmal. Und hier das...
Ding of Memory. Ich weiß nur gerade nicht, wann man das abgibt. Ob man das... Ah, da muss ich mich nochmal belesen. Aber ich glaube, wir sammeln erst alle Gegenstände ein, oder? Ich glaube schon. Okay, ansonsten... Bogen haben wir ja auch. Das heißt, ich würde sagen... Ich würde das Geld nochmal auf die Bank einzahlen, kurz. Ja, ich würde jetzt noch das Geld auf die Bank einzahlen. Und dann resetten wir nochmal. Und dann geht's los. Im nächsten Part gehen wir in den Dungeon rein. Ich bereite mich auf jeden Fall noch vor. Wir machen noch so lange in dieser Folge, latschen noch dahin. Da können wir auf dem Weg gleich noch den Brief für Mama abgeben. Ist meine Mana-Anzeige gerade runtergetickt? Oder sah das nur so aus? Sah nur so aus, ne? Achso, wir haben das Lied der Befreiung. Ist gerade Nacht. Ah, geht das ab 11 Uhr, ne? Warte mal, wie war denn das Lied? So, jetzt habe ich es rückwärts gespielt, ne? Inverted Song, genau. Wir machen mal den Normal Flow wieder rein. Aber wir haben jetzt sowieso noch mal einige Sachen, ne, die wir quasi machen können. Wir können... Ja, Darunia, ja. Hätte ich aber erst das Auge der Wahrheit. Gerne. Bevor wir das machen. Und wir können halt... Ja komm, wir gehen nochmal schnell an den Strand. Wir holen mal kurz Epona, reiten an den Strand, geben... Machen da nochmal den... Das Lied der Befreiung. Und... Dann machen wir das noch mit dem komischen Tänzer-Typen. Das ist doch ein Plan, oder? Es läuft gut, es läuft gut. La 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 la. Hoffentlich kriegen wir irgendein geiles Item in dem Tempel. In dem Bootfall-Tempel. Bitte, bitte. Feuerfeier. Ne, Feuerfeier haben wir ja. Weiß nicht. Ein paar Masken oder so. Wären cool. Ein paar Songs. Enterhaken. Enterhaken wäre halt geil. Dann könnte ich halt auch das coole Tula-Haus komplett machen. So. Hallo. Okay, noch ein Skulti-Symbol. Und er ist tot. Tut mir sehr leid. Ja, Leute, ich würde sagen, ich skippe noch mal kurz, oder? Obwohl, nee, ich reite direkt hin. Ich denke, wenn ich da bin, dann wird der Typ auch etwa da sein. Mit der Geschwindigkeit von der Zeit sollte das hinhauen. So. Ja, und im nächsten Part... resetten wir da nochmal. Und dann geht's in den Tempel. Endlich. Endlich mal wieder ein Tempel, den wir auch komplett abschließen können. Also wirklich alles, weil wir alles haben dafür. Das ist gut fürs Herz und gut für den Kopf, weil dann müssen wir da nicht immer rein. Und wenn wir damit fertig sind, mit dem Tempel, müssen wir halt die Deku-Prinzessin noch abgeben. Und wir müssen das Rennen noch gegen den Typi machen. Das sind dann die zwei Sachen, die wir auf jeden Fall noch machen müssen. Und dann bin ich auch... Dann sind wir mit der Deku... Mit dem Deko-Abschnitt komplett fertig, ne? I guess. So, wo war denn das? Da. Ich glaube, der hier ist es. Ach, hier. Hier ist es. So. Ich skippe mal kurz, bis er da ist. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, Leute, da ist er schon, der komische Typi. Der möchte auch befreit werden.
Und das machen wir doch gerne. Wenn er uns was Schönes dafür gibt. Komm, gib uns was Cooles, Mann, dann bist du richtig cool. Ach, Mann. Du bist nicht cool. Tschüss. Gibt's hier eigentlich auch irgendwie, keine Ahnung, ein Secret? Hätte sein können. Okay, Leute, dann war's das erstmal von mir. Ich würde sagen, im nächsten Part spuren wir die Zeit zurück. Und dann geht's zum Sumpftempel. Ich denke, das ist ein Plan. Gut, ich bedanke mich fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und abonnieren. Genau. Bis zum nächsten Mal. Das war's von mir. Euer Zelda-Junge. Tschüssi.